Eulen sind nicht nur stärker und intelligenter als die meisten anderen Vogelarten, sondern ziehen durch ihre imposante Erscheinung viele Menschen sofort in ihren Bann. Diese Erfahrung macht auch die Falknerin und Eulenexpertin aus Oldenbüttel immer wieder. In der hektischen Zeit heutzutage ist es mal ganz schön, wenn man etwas hat, womit man runterkommen kann. Und wenn ich bei den Eulen bin, dann bin ich auch ganz bei mir und kann auch bei mir ankommen. Und sucht es tatsächlich auch ab und an als Zufluchtsort, wenn es mal irgendwie extrem stressig ist. Weil wenn man bei den Eulen ist, dann geht es nicht schnell. Dann muss man alles langsam machen und dann holt einem das auch runter. Das ist das beste Bluthochdruckmittel, was es gibt, würde ich sagen. Die Eulen von Bianca Wolf sind Handaufzuchten. So auch die Uhu-Dame Safira, die sich in freier Natur nicht zurechtfinden würde. Sehr weit verbreitet in Schleswig-Holstein sind Waldohreulen. Bereits im Alter von 3 bis 4 Wochen klettern die Küken in die Baumkronen. Dort machen sie dann mit lautem, sich ständig wiederholenden Fiepen auf sich aufmerksam. Diese Schreie deuten Grundstücksbesitzer häufig falsch, wenden sich dann fragend an die Eulenexpertin. In dem Moment haben die Leute dann immer so ein bisschen Bedenken, dass die hungrig sind und dass die nicht versorgt werden von den Eltern, aber das ist nicht so. Die Eltern sind in der Regel in der Nähe und versorgen die auch, aber die Jungen sind der Meinung, je lauter wir schreien, desto schneller sind Mama und Papa und organisieren uns was zu fressen. Und von daher ja, ist das manchmal ein bisschen schwierig, das den Leuten klarzumachen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Die Eulenfrau bietet Interessierten sogar Kuschelstunden mit ihren Vögeln an. Sicherlich irgendwann mit von der Partie, sobald er erwachsen ist, der kleine, sehr zutrauliche Balu, ein Malaienkauzküken. Die meisten Leute sind natürlich fasziniert von Eulen, sonst würden sie nicht kommen und wollen schon immer mal eine Eule auf der Hand halten. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich, was das mit den Menschen macht. Denn jeder kommt ja auch mit einer eigenen Geschichte. Manche verfallen plötzlich, ja, die brechen in Tränen aus. Und jetzt guckst du mich so keck an. Manche brechen in Tränen aus und manche sind aber tatsächlich auch ganz fröhlich und freuen sich. Manche kommen runter, die sonst sehr hektisch sind. Manche fangen plötzlich an zu reden. Das merke ich immer wieder, wenn ich auch in Seniorenheimen bin. Das ist wirklich unterschiedlich, jeder auf seine eigene Art. Ihre große Zuneigung zu Eulen möchte Bianca Wolf möglichst vielen Menschen näher bringen. Eulen-Interessierte können Sie nach vorheriger Anmeldung in Oldenbüttel besuchen.